So. Los geht's. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum ersten Teil vom Workshop Superpower Intuition. Und wie das immer so ist, man kündigt das an und denkt so, ja, mache ich irgendwie die nächsten Tage. Und die Intuition sagt, fang an. Fang an. Und dann macht man sich Frühstück und denkt so, ah, keine Zeit. Und die Intuition sagt wieder, fang einfach an. Also, so sind wir jetzt hier und starten direkt mit dem ersten Teil. Und ich sage euch, es ist mein Geschenk, es kommt von Herzen, es ist vielleicht für den einen oder anderen einfach Gold wert, all das zu erfahren, was ich für mich schon seit Jahren praktiziere und für mich einfach schon in Fleisch und Blut übergegangen ist und einfach euch helfen kann, euren Alltag zu bewältigen, weil ich erlebe das als gerade absoluten Wahnsinn, als absoluten Irrsinn, was da teilweise auf der Weltbühne passiert. Ja, in den Nachrichten, in der Wirtschaft, in der Politik. Und ich bitte euch, ja, der Weg führt nach innen, der Weg führt ins eigene Herz. Ja, dort ist die Erlösung. Und ein Handwerk, ein sehr, ja, zuverlässiges Handwerk ist unsere Intuition. Und ja, der Untertitel lautet, wie Selbstfürsorge dein Immunsystem stärken kann und dich stark macht für ein Leben, was wir gerade zu leben haben. Ihr kennt bestimmt den Begriff Resilienz. Ja, was sagt Wikipedia dazu? Kommt aus dem Lateinischen, zurückspringen, abprallen, nicht anhaften. Resilienz wird auch Anpassungsfähigkeit genannt und ist der Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Ja, ist erstmal nichtssagend, ne? Meine Definition ist, Resilienz ist die Kraft, das Leben meistern zu können. Ja? Und das Leben ist nun mal ein Wechsel zwischen Auf und Ab. Auf und Ab, Auf und Ab. Ja, und wir haben individuell viele Aufs und Abs und individuelle Ausschläge nach oben und unten. Und eben jeder hat seine individuellen Herausforderungen in diesen Bereichen Gesundheit, körperlich, geistig, Beziehung, Partnerschaft, Ehe, Freundschaft, Familie, in der Arbeitswelt. Ja, bin ich angestellt oder selbstständig oder beides? Ja, wie ist mein Einkommen oder wie ist meine allgemeine finanzielle Situation? Ja, und der eine ist vielleicht ein Glückspilz, ja, und schifft sich durch sein Leben wunderbar durch und die Wellen sind eben nicht hoch und tief. Und der andere, der von außen wirkt, der, als wird der ständig nur gebeutelt. Ja, von der einen Herausforderung in die nächste. Kaum Ruhe, ja, meterhohe Wellen und man erlebt sich selber vielleicht als Spielball des Lebens, und ja, leidet. Ne? Und die Frage hier, die sich stellt, ist, was gibt uns im Leben Kraft? Ja, was gibt uns Superpower? Und du darfst dir mal jetzt kurz einfach Gedanken machen und es vielleicht sogar aufschreiben. Ja, wir sammeln. Was gibt uns Kraft? Frage dich Folgendes und schreibe Stichworte auf. Zu den Fragen, was tut mir gut? Wann baumelt meine Seele? Was tue ich auch mal für mich? Was verstehe ich unter Selbstfürsorge oder sogar Selbstliebe? Um Beispiele zu nennen, was tut mir gut? Zum Beispiel, ich gehe total gerne raus in die Natur. Ich gehe super gern spazieren, fahre Fahrrad. Wenn es sich im Urlaub ergibt, dann gehe ich super gerne wandern. Ich sitze auch gern einfach auf einer Bank und gucke einfach in die Luft und lass dabei die Seele baumeln. Ja, oder wenn ich in der Sauna bin, dann habe ich das Gefühl, ich lasse meine Seele baumeln. Ja, auf der Bank liegen, schwitzen. Ja, draußen kalt duschen, ja, mich aber in den kuscheligen Bademantel
reinschmiegen und ein Buch lesen. Ja, sowas, da baumelt meine Seele. Oder Buchlesen an sich, finde ich, gibt mir Kraft. Ja, ich bin so eine Bücherfresserin. Ja, das ist für mich Nahrung, Geistesnahrung. Ne? Und was tue ich auch mal für mich? Zum Beispiel, ich kaufe mir Blumen. Ja, ich warte nicht, bis mir jemand das vorbeibringt, sondern ich gehe eigentlich einmal die Woche los auf den Markt und kaufe mir Blumen. Und erfreue mich hier jeden Tag daran, wie die sich verändern, wie die Knospen aufgehen. Ja, und das macht mir Freude. Ja, und wenn du jetzt quasi noch mehr Zeit brauchst, um für dich da Antworten zu finden, dann mach jetzt Pause und starte gleich weiter. Ja, Selbstfürsorge, Selbstliebe, da kommen wir jetzt hin. Zunächst fragen wir uns, ist Selbstfürsorge, Selbstliebe egoistisch? Ja, da auch wieder Wikipedia. Egoismus bedeutet Eigennützigkeit. Ja, und ich habe hier unterschieden zwischen krankem Egoismus und gesundem Egoismus. Ja, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich sorge ausschließlich für mich, dann ist das ein kranker Egoismus. Wenn ich aber sage, ich sorge für mich, ist das gesunder Egoismus. Warum, kommen wir später noch zu. Ja, und wir erkennen hier, Wikipedia sagt oder der Duden sagt, Selbstfürsorge, Selbstliebe ist tatsächlich egoistisch. Denn für Egoismus gibt es Synonyme. Eigenliebe, Eigenwohl, Eigennutz, Eigensucht, Ichbezogenheit, Narzissmus, Selbstbesessenheit, Selbstbezogenheit, Selbstliebe, Selbstsucht, Selbstverliebtheit, Ichsucht, Egoismus, Egozentrik, Autophilie. Ja, also es lohnt sich, in dieses Thema tiefer einzutauchen und einfach ein Bewusstsein für Definitionen für sich zu erkennen oder auch, was wird mir von außen durch solche Definitionen entgegengebracht. Und wo denke ich dann, oh nee, das darf ich auf gar keinen Fall machen. Ja, gehe ich jetzt nach dieser Definition, dann dürfte ich mich nicht lieben. Ja, und ich sage dir, es kommt auf ganz feine Unterschiede an. Gehen wir mal weiter. Ist Selbstfürsorge oder Selbstliebe altruistisch? Ja, wir haben hier zwei Pole, einmal den Egoismus und einmal den Altruismus. Ja? Egoismus, ich kümmere mich um mich, Altruismus, ich kümmere mich um andere. Ja, wir gucken hier nochmal, was Wikipedia sagt. Altruismus, auch wieder von Alter, der andere, bedeutet in der Alltagssprache Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit, durch Rücksicht auf andere gekennzeichnete Denk- und Handlungsweise, kann aber bis heute jedoch nicht allgemeingültig definiert werden. Und hier haben wir, ich sorge ausschließlich für meine Kinder, für meine Familie. Ich sorge ausschließlich für meine Patienten, meine Kunden zum Beispiel. Hier haben wir halt dieses klassische Helfersyndrom. Ja, ich bin ja Hebamme und arbeite auch gerade wieder im Krankenhaus. Und da sehe ich das ganz oft, dieses klassische Helfersyndrom. Ja, dieser krasse Altruismus. Ich kümmere mich um die anderen. Ja, ich will, dass es den anderen gut geht. Ist ja erstmal ritterlich und ehrenhaft, aber wenn ich dabei leer werde und einen Burnout bekomme und krank bin dadurch, dann ist doch niemandem geholfen. Ja, also sich da so ein paar Gedanken zu machen, macht Sinn. Ja, oder den Retter im Drama-Dreieck ist. Ich habe ein ganz tolles Video, das kriegt ihr auch als Inspiration hier mit unter das Video. Wir haben hier oben den Täter, hier das Opfer und hier den Retter. Ja, und diese drei Positionen nehmen wir alle ein. Ja, jeder nimmt mal die Position oder die Position ein. Und bei manchen Leuten ist halt mehr eine Sache im Vordergrund, obwohl man sich das vielleicht gar nicht so eingestehen mag. Also da lohnt es sich, das Video einmal anzugucken und sich selber zu hinterfragen. Gehen wir weiter. Ist Selbstfürsorge also egoistisch oder altruistisch? Komplett weder noch, denn es ist beides in Balance vereint. Also ich sorge mich für mich, ich sorge für mich und für meine Kinder, meine Patienten, meine Kunden, meine Familie, für wen auch immer
Und es kommt hier wieder auf die Balance an. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist beides zusammen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, es gibt so vieles, was weder noch ist. Ja, es gibt so vieles, was eigentlich zusammengehört und getrennt wurde. Durch Menschen, die angefangen haben, alles zu zerhacken. Ja, auch die Wissenschaftler fangen an, Gott wieder einzuladen in ihr Thema. Ja, ich erkenne Gott in der Biologie, in der Chemie, in der Physik. Ja, aber was hat die Wissenschaft gemacht? Sie hat es zerhackt. Ja, damit wir es trennen. Ja, und worauf kommt es jetzt an, dass wir Menschen einfach erkennen, was wieder zusammengehört und es zusammenbringen? Genauso wie dieses Thema. Ja, Egoismus, Altruismus. Es gehört eigentlich zusammen und in Balance vereint. Wie geht also Balance? Ja, ich lese euch das mal vor. Moment, jetzt muss ich mal jemand gucken. Hier haben wir ein Beispiel, eine Inspiration von dem Bernhard von Clairvaux. Das war ein Mönch, Prediger und Mystiker, der hat gelebt von 1090 bis 11.053. Ich lese es euch vor. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du nur, aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Ein ganz, ganz wunderbares Gedicht von Bernhard. Die Schale der Liebe. Ja, ich wiederhole nochmal, wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gedicht. Ich weiß noch, wie es in mich fuhr, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich saß auf dem Klo bei meiner Freundin, die diese Postkarte neben dem Klo hängen hatte, im kleinen Besucherbad. Und ich las das und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, weil es so in mich fuhr, weil ich einfach gemerkt habe, boah, was hast du denn da seit Jahren gemacht? Ja, ich habe. Ja, als Älteste von sechs Kindern mich immer um meine Geschwister gekümmert, um meine Mutter gekümmert. Als Hebamme habe ich mich immer verbogen für meine Patientinnen, für meine Betreuten, für die Frauen, um die ich mich gekümmert habe. Und wer dabei leer geworden ist, war ich. Und ich habe es nie wirklich zugeben können. Ja, immer war ich ganz oft platt, also ich würde mal sagen, ich hatte schon mehrmals Burnout, aber habe es nie wirklich registriert, ja. Ich meine, dann bin ich in Urlaub gefahren, dann war es irgendwie wieder gut. Aber so richtig verstanden, wie das funktioniert, habe ich erst mit diesem Gedicht. Und ich hoffe sehr, dass es dich auch so berührt wie ich oder wie mich. Was gibt es noch für eine Inspiration? Die Bibel. Wartet. Auch da wieder, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja. Was war denn dann zuerst da? Die Selbstliebe natürlich. Ja. Und der Sitz der Liebe ist unser Herz. Ist sie unsere Superpower? Möglicherweise. Unser Herzchakra ist eine wertvolle Ressource und ist eines der sieben Energiezentren, unsere sieben Körperchakren. Es gibt noch mehr.
Ja, aber die sieben Energiezentren sind quasi das, womit die meisten jetzt erstmal was anfangen können. Ja, und ich zeige euch mal ein Bild. Ja, Netzfund. Ich kann euch die Quelle nicht sagen. Vielleicht finde ich sie noch. Und zwar, oben seht ihr eine Person, die, sagen wir mal, in Angst ist. Und direkt daneben eine Person, die in der Liebe ist. Ja, in bunt dargestellt, nochmal unten, ja, diesen Torus, diesen Energietorus, den wir ganz klar um uns haben, ja, unsere energetische Aura, startet im Herz. Ja, und wir sind eigentlich ständig, also wir sind eigentlich eine Energieantenne. Wir empfangen und senden im gleichen Moment. Und Energie geht so schnell, schneller noch als Licht. Ja, so schnell können wir noch nicht mal denken. So schnell läuft Energie. Und woran erkennen wir jemanden, der, warte mal, der hier ist, also in der Liebe? Ja, wir erkennen ihn an seiner Ausstrahlung, an seinem Glow. Und wir kennen alle diese Menschen, die in den Raum kommen und es geht die Sonne auf. Wir kennen alle die Menschen, die in den Raum kommen und die Laune aller Mitmenschen heben können. Und das ist dieser Glow, ja, diese energetische Ausstrahlung. Und wenn wir angebunden sind an das Göttliche, an das Universum, an unser höheres Selbst, an die Quelle, ja, damit kann vielleicht jeder was anfangen. Dann kommen wir in quasi in dieses Schöpfen und Geben aus dem Herzen heraus. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Schaubild. Ja, die Angst. Ja, wenn wir uns vorstellen, wie krass wir beeinflusst wurden, die ganzen letzten Jahre oder sowieso, wenn wir uns klar machen, in was für einer Matrix wir leben, sollen wir klein und hoffnungslos sein? Und in der Angst bleiben. So bleiben wir manipulierbar. Ja, steigen wir jedoch aus, weil wir Dinge durchschaut haben und weil wir unserem Herzen vertrauen, weil wir unserer Intuition folgen, kommen wir von hier nach hier und haben eine andere Ausstrahlung. Ja, und an dieser Stelle mache ich einen Cut. Denn die Chakren machen wir in Teil Nummer 2. Und wenn ihr Fragen habt, kommentiert bitte. Ich beantworte alle Fragen in den nächsten Tagen und freue mich total, mich hier zu verschenken mit dem, was ich weiß, mit dem, was ich glaube, erkannt zu haben. Auch ich gebe hier nicht die absolute Wahrheit, aber mein Herzchakra ist so stark. Und mein Herz hat mir heute Morgen gesagt, ich möchte diesen Workshop, den ich vor ein paar Tagen meinen Kolleginnen auch geschenkt habe, den möchte ich der Welt teilen. Also teile ich ihn auch mit dir. Und ich hoffe sehr, dass ich dich berührt habe mit diesem ersten Teil und schicke dir einen ganz, ganz lieben Gruß.